kommt heute mit ins Winterwunderland. Wir sind jetzt hier im Taunus-Wunderland angekommen. Wir stehen hier jetzt noch auf dem Parkplatz und dann werden wir mal den Park erkunden. Also ich war schon lange, lange nicht mehr hier. Ich habe eine Erinnerung aus meiner Kindheit, die war relativ negativ. Deswegen haben wir den Park auch dann nie mehr besucht. Aber jetzt zur Winteröffnung haben wir gesagt, geben wir dem Ganzen noch mal eine Chance. Und ich glaube, wir haben bestes Wetter für Winterwunderland. Es liegt Schnee. Mal gucken, wie es im Park aussieht. Aber ich freue mich schon. Wir haben es in den Park geschafft und das Winterwunderland hat leider nur noch bis am Sonntag auf, also wenn ihr das Video seht, nur noch bis heute. Aber dennoch möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar am Eingang haben wir noch mal Gutscheine bekommen, dass wir das Taunus-Wunderland noch mal kostenlos bis Ende nächsten Jahres besuchen können. Und was wir noch gekauft haben, sind hier solche Tickets für den Wunschbaum. Und zwar kostet das 5 Euro und 4 Euro. Gehen an Make-A-Wish, um einen Wunsch zu erfüllen. Und da mache ich natürlich gerne mit. Alle lieben Freunde, es erfüllt uns mit größtem Vergnügen, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Und nun laden wir euch ein, von hier an zu entspannen. Denn wir präsentieren euch das Winterwunderland. Komm her. Rein sei unser Gast, hier gibt's Spaß ganz ohne Last. Aventur vor groß und klein, oui, so soll es immer sein. Gebrannte Mandeln, feiner Duft, hier liegt Winter in der Luft. Pizza, Schnee und Licht am Meer, hier fällt Abschalten nicht schwer. Lies die Karte unseres Parks und finde immer, was du magst. Attraktions- und neue Plätze und noch viel mehr große Schätze. Wilde Fahrten und dein Glühwein, Pirouette, Petit Dorval. Sei unser Gast, sei unser Gast, sei unser Gast. Unsere Winterwelt erwartet unsere Gäste ganz im Weiß. Hier im Taunus-Wunderland, wir halten einiges bereit. Denn hier kann keiner sich beklagen, er müsst hier den Spaß entsagen. Komm herein und heb dein Glas, sei unser Gast. Für dein Wohl und für dein Mal sorgen wir doch ideal. Und bei Wunsch, beim Kerzenschein, könnte es gar nicht Ja, Vivi und Kevin hatten auf der Dino-Bahn so viel Spaß, aber heute funktioniert sie leider nicht. Mal gucken, was wir sonst so machen können. Diese Saison oder diese Wintersaison ist das erste Mal, dass das Taunus-Wunderland auch im Winter geöffnet hat. Und ich glaube, der Park ist nicht so ganz auf die Temperaturen ausgelegt, denn auch die wilde Maus hat aufgrund der Temperaturen heute leider geschlossen. Ja, wir haben was zu essen gefunden und wir sind in Onkel Bennos Futterscheune. Es gab hier eine doppelte Currywurst und einmal Schnitzel mit Spätzle sowie zwei Getränken. Gekostet hat das Ganze 27 Euro. Was wir zum Essen sagen können, es war sehr, sehr lecker und die Portionen waren auch sehr groß. Also klar, es ist jetzt nicht ganz günstig gewesen mit fast 27 Euro, aber für Freizeitparkverhältnisse doch noch vollkommen im Rahmen. Ja, das probieren wir doch jetzt mal. Thank you.
wieder darauf gekommen. Leider haben die Attraktionen, die wir gerne gefahren wären, zu aufgrund der Kälte, aber unser Highlight sind irgendwie die Tiere. Wenn ihr aber mit Kindern hier seid, die können hier wirklich jede Menge Spaß haben. Also es sind viele schöne Attraktionen für kleine Kinder hier. Das lohnt sich dann definitiv. Problem kommt jetzt. Denkst du? Das sehe ich doch schon. Warum? Deswegen. Ja? Ja, wir sitzen jetzt in unserem geilen G-Wagon hier im Waldexpress und wir stehen. Wir stehen, sind stecken geblieben. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir jetzt evakuiert werden und dass die erste Evakuierung aus einer Attraktion ist, die ich jemals mitmachen darf. Wir machen jetzt eine kleine Pause und haben uns eine Waffel, Kaffee und Glühwein mit Schuss geholt. Zusammen hat alles 10,50 Euro gekostet. Ich hoffe ja gleich darauf, dass an diesem kleinen Weihnachtsmarkt der Churros-Stand noch offen hat. Und dann hole ich mir dort noch Churros, weil die müssen ja überall getestet werden.
Ja, wir stehen hier so schon fast am Ausgang. Okay, eigentlich wollten wir ja noch auf diesen Weihnachtsmarkt und auf einmal hören wir schreien. Wir haben ein Highlight gefunden. Papageien. Und die meisten sitzen in ihren Häuschen drin, weil es ja kalt ist. Aber dieser eine Kakadu da oben, der macht Randale bis zum Gehtnimmer. Ihr habt in Taunus Wunderland auch die Möglichkeit, Schlittschuh zu fahren. Auf einer Schlittschuhbahn ohne Eis. Aus Kunststoff. Keine Ahnung. Das Gute ist, ihr könnt euch hier drin dann auch noch aufwärmen. Ja, und wir müssen ja noch unseren Wunschbaum los einwerfen und den Briefkasten für zum Center, den findet ihr auch in der Halle, in der ihr das Schlittschuhlaufen findet. Wir werfen das jetzt mal ein. Wünscht uns Glück, wir haben für unsere Patenkinder mitgemacht. Wie ihr sehen könnt, haben auch die meisten Buden hier auf diesem kleinen Platz beim Weihnachtsmarkt geschlossen. Leider, ich hätte mir gerne noch Churros gegönnt. Aber ja, es war ja auch sehr wenig los. Lohnt sich halt einfach dann auch nicht. Trotzdem schade. Wir machen uns jetzt langsam auf nach Hause. Wir haben jetzt kurz nach 17 Uhr und um 19 Uhr würde hier noch so eine ganz kleine Show mit einem Weihnachtsmann sein. Aber die lassen wir jetzt ausfallen. Es ist wirklich sehr, sehr kalt und hätten vielleicht doch noch ein, zwei Stunden später kommen sollen. Aber trotzdem ist so ein Tag hier auf jeden Fall besser, als im Urlaub zu Hause zu sitzen. Deswegen geht's jetzt ab nach Hause. Das war schon unser Tag im Taunus-Wunderland zum Winter-Wunderland. Ja, was soll ich sagen? Mit Kindern bestimmt super, super toll. Da ist wirklich viel geboten. Allerdings für Jugendliche oder Erwachsene, die alleine hierher kommen, dann eher weniger was. Vielleicht beim nächsten Mal dann mit unseren Patenkindern. Die hätten sich bestimmt hier über einiges gefreut und hätten richtig viel Spaß hier gehabt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal.